So, Kamera neu gestartet, jetzt geht's los. Kuppeln vorbereiten. Alter, war das gerade lang. Ja, ich dachte auch Hey, ich schon, hatte einen guten Start. ich nicht. Ich hatte einen richtig guten Ich Start. hatte so einen mittelmäßigen, aber eher schlecht. Dann zumindest ist hier jemand an mir vorbeigezogen. Ich muss richtig zurückstecken, das ist so ekelhaft. Oh Oh. Gott! Au! Was ist da passiert? Ja, ich bin ein bisschen außen geblieben in der Kurve, weil ich ja niemanden wegrammen wollte. Und dann kommt einfach Leclerc, zieht mir voll rein innen und hat mich voll weggeschubst. Was ist das für eine Also da war Verarsche? gerade kurz gelbe Flagge, aber ist was Ja, kaputt? nee, 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 nee. Ah, das ist ja Es war gut. nichts Besonderes, er ist mir nur seitlich reingefahren, nicht vorne oder so. Aber es war natürlich heselig. Ja, das sowieso. Leclerc hat mich auch im Qualifying schon rausgekickt, also. So ein Arschloch, Der hat's auf Alter. dich Ja, abgesehen. der Unimmel, der ist irgendwie. Keine Ahnung. Scheiße. Ach komm, diese Strecke ist doch so hässlich, Mann. Es gibt's nicht. Kenne das Wort hässlich gar nicht. Mann. Es war eigentlich war schon klar, als ich das ausgesprochen habe, dass jetzt irgendwas kommt. Ja, aber das ist wirklich schon scheiße. Also, so eng. Und so viele Autos hier. Bottas, dieser hinterherfahrende Dove. Aber du bist noch Erster, ne? Naja, bin ich. Krass. Aber ich sehe ihn in meinem Rückspiegel. Wenn ich in den Rückspiegel gucken würde, würde ich ihn dann sehen. Boah, ich guck tatsächlich voll oft in die Spiegel. Echt? Ich guck da nie rein, Doch. Alter. Ich guck da relativ oft rein. Das war so close, man. Hinter mir ist halt ein Racing Point, der Oh, absolut krass ist auf der scheiß lange Geraden. gerade. Ja, wollte ich gerade Wieso sagen. ist die so lang? Wollte gerade, habe ich ja gerade gesagt, hier ist so ein Racing Alter, Point, der mich Bottas. richtig zerstört auf der Geraden. Ja, mich hat Jo, Bottas richtig aus Grosjean ist Räder genommen vorbei, gerade. alle ziehen vorbei. Ich bin quer auf der Strecke, jetzt fahre ich wieder. Das war kurz ein Schockmoment, weil ich dachte, ich bin schon tot. Aber dann ist alles in Ordnung gewesen. Ich habe keinen Schaden immer noch. Ich auch Ich nicht. weiß nicht, wie ich das tue. Bin gerade einfach über die Strecke geglitscht. Quer. Alter. Ich habe die richtig genommen, die Kurve. Ich müsste vielleicht mal gut fahren. Ich bin irgendwie 13. jetzt. Ja, jetzt habe ich einen Vielleicht. Schaden. Ah! Da kannst du ja jetzt gut fahren mit Schaden. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Glaube, wenn ich so weiterfahre. Aha, ich fahre ja nicht so weiter, aber wenn ich so weiterfahren würde, wie ich jetzt fahre, würde ich immerhin ohne Schaden das Rennen überstehen, weil ich fahre gerade eigentlich. Oh Gott. Grüne Flagge. Jo, 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 jo. Was passiert da? Jo, was ist da los? Gelbe Flagge, hups. Ich muss auf jeden Fall in die Box. Ich habe mir gerade links und rechts geschrottet. Durch meinen Frontflügel bin ich in der Zickzackkurve ein bisschen ins Schlittern gekommen. Oh Gott, wenn ich jetzt nicht rausfliege. Jo, mir ist einer voll hinten drauf gefahren. Heißt DRS, wer hat das eigentlich erfunden? Mir ist einer so hart drauf gefahren Oh, gerade. Vettel hat Bottas überholt, das ist gut. Ich muss in die Box. Und hinter mir ist auch einer in der Box, oder? Ja, ist er. Aber in der Insgesamtrangliste bist du ja immer noch, glaube ich, sicher auf Platz 1. Also das sind irgendwie 62 Punkte, ich hatte 35, also ich kann ihn nicht einholen. Selbst wenn ich gewinnen würde, was ist also absolut unrealistisch. Sagt er Los jetzt. geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Hä? Wie haben die das gemacht? Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Was? Der hat mir gerade gelbe Reifen aufgezogen und hat gesagt, dass wir die zu Ende fahren. Als Easy. ob ich Flagge auf jetzt das DRS aktiviert. DRS ist jetzt durchfahre. verfügbar. Ja. Ja, guten Morgen.
Das wäre für die Taktik nicht schlecht, weil ich dann Plätze nochmal einholen könnte. Aber. Hey, das ist Platz echt. Platz 2 ist drin. Das ist eigentlich gut, weil ich habe jetzt Platz und kann hier entspannt fahren. Nicht so Stress wie gerade eben. Boah, das wird bei mir auch rieselig, wenn ich bei Box schon machen muss. Dann kann ich ganz entspannt in die Box. Nicht mehr in die Box gehen. Wenn ihr in die Box geht, euch alle überholen. Ja. Ja, easy. Das war der Plan. Deswegen habe ich das gemacht. Die Batterie ist gut geladen. Gleich fahre ich in die Wand. Dann sind alle Träume aus. Also Magnussen vor mir fährt auf jeden Fall besser als ich. Also ich bin auf jeden Fall nicht gut auf dieser Strecke. Definitiv nicht. 1,7 Sekunden vor Vettel. Aber die gelben Reifen sind gar nicht so häselig. Kann man schon mal machen. Mal gucken. Meine Hinterräder haben mehr Verschleiß. Was muss ich dann machen? Vorderradbremskraft verteilen nach weniger oder höher, mehr? Höher. Ja. Weil wenn du bremst, dann hau dir ja auch hinten die Bremsen rein. Echt? Und desto höher du die vorne stellst, desto besser verteilt er es dann nach vorne. Hey, da warst du gerade. Der gegenüberliegenden Seite. Wow. Ich bin gerade echt schlecht gefahren, als ich das eingestellt habe. Deswegen ist Vettel jetzt wieder dran. Du bist wievielter? Erster? Erster, ja. Krass. Vettel hat Bottas überholt. Ey, kann bitte Leclerc einfach sterben? Warum ist der jetzt schon wieder an mir dran? Was mache ich denn falsch? Ich hole sogar gerade auf Magnussen wieder auf. Oder Grosjean, oder wer es ist. Stroll ist es, nicht Magnussen und wieder Grosjean. Ich fahre gerade nicht schlecht und Leclerc ist einfach krass. Nee, Eriksen ist es. Ja, noch schlimmer. Leclerc ist wahrscheinlich irgendwie Platz 1 gleich. Er ist einfach absolute King. Nee, da mache ich jetzt nichts. Da gehe ich noch nicht rein. Dann soll ich an die Box. Oh, ich werde gleich überholt. Ich bin Zweiter nur noch. Gar keine Chance gegen Vettel. Krass. Boah, das war gerade richtig knapp. Das wäre beinahe eine Kollision. Vettel hat mir nämlich gar keinen Platz in der Kurve gelassen. Boah, das war sehr stark, die Kurve. Oh, Raikön, also beide Ferraris haben jetzt schon Bottas überholt. Raikön jetzt auf Platz 3. Krass, dann war eine Ferrari gut. Ich bin jetzt dicht, wirklich richtig dicht auch noch immer noch am Vettel dran, aber ich kann ihn natürlich jetzt hier in diesen engen Passagen nicht überholen. Und auf der Geraden kann ich ihn aber eigentlich auch nicht überholen. Das ist so richtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich könnte ihn jetzt eigentlich in diesem engen Streckenabschnitt könnte ich ihn überholen. Also ich bin schneller als er. Ich habe auch wieder einen lilanen Sektor gefahren, aber. Sieh, Junge! Ja, ja, komm, 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 komm. Sauber gemacht, gute Arbeit. Boah, ich merke das schon, wie ich dem Banden näher komme, jetzt wo ich nur noch Zweiter bin. Scheiße, ey. Jetzt muss ich hier gut fahren. Jetzt ist er mir davon gekommen. Das war natürlich nicht so fair, aber das war mit Absicht nicht fair. Ich wollte ihn ein bisschen. Nein, gelber Frontflügel. Scheiße. Da ist gelbe Flagge bei euch. Ja, das war meine gelbe Flagge. Scheiße. Oh ne, ist gar nicht nur meine gelbe Flagge. Wer ist da noch? Irgendeine andere Kollision gab es da auf, scheinbar. Da steht ein Red Bull, oder? 1,6 Sekunden Abstand zu Vettel nach vorne. Also ich bin auch aus dem DRS-Fenster raus. Achtung! Der ist einfach mit seinem Ferrari zu krass. Das kann ich nicht halten. Das Problem Scheiße. Ist, dass jetzt Roll hinter mir ist und der auf der Geraden der wahrscheinlich Abstand besser ist als ich. Vor dir beträgt 18,1 Sekunden. Das ist natürlich scheiße. Kann ich nur mit Hilfe von Boxenstopp irgendwie näher rankommen, wenn ich irgendwie da krass bin. Oder wenn ich ihn tatsächlich doch mal hier in dieser Engpassage überhole, weil hier habe ich wieder einen lilanen Sektor.
ich hier wirklich schneller bin als die offensichtlich. Er kommt dran, der Wichser. Er kommt dran. Okay, Abstand zum Teamkollegen 46,3. Nein, jetzt habe ich gelb. Das habe ich ausgeglichen. Meine beiden. War geplant. Wir haben 46 Sekunden Abstand, also ich zu dir. Krass. Ich fahre erstaunlich gut gerade. Ich mache Fehler dadurch, dass ich... Also für Aserbaidschan, das hätte ich ja niemals gedacht. Idioten hier überholen will. Ach scheiße, dadurch, dass mein Flügel repariert werden muss, werde ich natürlich auch durch einen Boxenstopp nicht überholen. Außer ich mache Vettel kaputt. Aber das wäre natürlich unfair. Ja, nee, dann erster Platz kann ich nicht werden, außer der baut einen Unfall. Ja, als ob du jetzt schon aufgibst. Oder? Bei mir war es auch oft knapp und scheiße und ich habe gedacht, naja, die sind eigentlich besser als ich. Man schafft schon irgendwie. Oh, das war kritisch. Nicht in dieser Ausgangssituation, nicht auf Aserbaidschan. Bei wie vielen Sekunden wird DRS aktiviert? Eine Sekunde. Komm, ich will die eine Sekunde nicht haben bei ihm. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Vettel hat mich auch ohne DRS überholt. Also. Ich hasse das, dass ich auf den Geraden so langsam bin. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,4 Sekunden. Wir müssen mal jetzt irgendwie gleich zu Racing Point oder dran, so. Ey. Nächste Saison bei Racing Point. Die sind auf der Geraden gut. Wir haben häselige Autos. Nee, das ist Mercedes, hallo. Ja. Pinke Autos würde ich trotzdem nicht fahren. Doch, das ist so witzig. Oh, scheiße, roter Frontflügel. Ich würde mir dann auch so eine pinke Cap kaufen. Oh, halt Mann, behalten. Ey. Oh Gott. Ist doch scheiße. Hier an die Box. Ist doch kacke. Sah gut aus für dich. Ja, naja. Wenn du auf Gelb wechselst, kannst du auch durchfahren. Wechsel auf Gelb. Ich fahre nämlich schon lange auf Gelb und fahre jetzt auch auf denen durch. Also sollte bei dir auch hinhauen. Und die Gelben, ich glaube, ich habe eine schlecht. Gute Lücke erwischt. Die Gelben sind nicht schlecht auf dieser Strecke, sage ich dir. Also ich fahre mit denen erstaunlich gut. Ziemlich gut sogar. Meine Fresse, ey. So viele Runden noch. Ich bin jetzt Achter. Bin als Dritter an die Box gegangen. Mal gucken, mein Boxenstopp war natürlich jetzt länger durch die Reparatur. Und mit den tollen roten Reifen, die fand ich auch eigentlich immer noch ziemlich gut. Ich bin auf Gelb so geil gerade. Richtig sexy. Wenn ich diesen Pulk da vor mir überhole, dann bin ich den Punkten wieder nahe. Und dann müssen noch einige an die Box. Wann war die normale Boxenstrategie? 11. 11 bis 13 oder so. Okay. Ja, dann bis dahin an die rankommen und dann vorbei. Also, ich muss sagen, bis jetzt finde ich die Gelben auf jeden Fall immer noch schlechter als meine Roten. Ja, die Roten bin ich ja nicht lange gefahren, das war das Problem, aber ich finde die Gelben an sich ganz cool. Oh, gelbe Flagge vor mir. Ich glaube, Perez hat ein Problem. Jo, hat er. Ich habe Perez überholt, er ist... Grüne Flagge.
Motorschaden, Reifen kaputt oder irgendwie sowas. Nice. Oh, Hamilton auch krass. Du weißt nicht, wer jetzt auf Platz 1 ist, ne? Ich gehe mal davon aus, Ferrari, doch Vettel ist es. Ferrari wahrscheinlich, ja. Ja. So wie ich Vettel das 1, Raikön 2. Ja, dann ist Hamilton aber auch am Arsch von denen. Hamilton ist, glaube ich, nur Fünfter oder so. Laut Karte ist er Dritter, glaube ich. Also ein Mercedes. Bottas. Ist das ein Bottas? Bottas, ja. Müsste Bottas sein, außer Bottas hat irgendeinen Fehler gemacht. Er wurde ja überholt von Ferrari, vielleicht wurde er dann auch von Hamilton überholt, weil er irgendeine Kacke gebaut hat, weiß ich nicht. Kann auch sein. Ist bei dem ja nicht auszuschließen, hat er hier in F1 2018 schon ein paar Mal gehabt. Ich bin an meinem Freund dann. Leclerc. Direkt nice. Hinter ihm. Ich hab vor mir direkt Ocon, das ist aber auch so ein Spezialist. Ja, der ist cool, vor allem weil er in der Geraden gleich wegziehen wird. Ich schneide die Kurve jetzt einfach ein bisschen und überhole Leclerc. Ist mir die Verwarnung dann mal egal, wenn ich überhaupt eine bekommen habe, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube sogar, dass ich keine. Also ich muss wieder mehr meine Lift-Coast-Taktik fahren, weil ich merke, wenn ich halt irgendwelche Leute vor mir habe, die ich überholen will, dann mache ich das nicht und dadurch mache ich die Fehler. Ey, mit seinem Lift and Coast, Alter. Ja, das ist wichtig. Richtig wichtig. Alter, das Rennen könnte nicht mal so schlecht werden. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wir sind einfach besser geworden. Punkte, die wir irgendwie, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe, aber man kann Punkte erreichen. Wir sind irgendwie besser geworden über die Zeit jetzt. Ja. Wir fahren ja auch auf eine viel höhere Schwierigkeit, als wir die letzte Saison abgeschlossen haben. Was einfach daran auch liegt, dass wir diesen höheren Schwierigkeitsgrad fahren können, weil wir nicht mehr so oft rausfliegen. Ja, genau, ne? Das wollte also, ich gerade sagen. Nicht mehr so also, viel drehen. An sich sind wir ja damals auch schon nicht schlecht gefahren, bloß weil wir halt Fehler gemacht haben und rausgeflogen sind oder so. Das passiert jetzt nicht. Bloß mein Akku, der macht mir ein bisschen Angst. Der blinkt nämlich jetzt gerade schon rot. So, ich bald müssten ein paar Leute an die Box gehen. Das bedeutet, ich müsste auch wieder ein paar Leute überholen. Weil ich glaube, man verliert hier in Aserbaidschan auch relativ viel Zeit an der Box. Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, wie viel die Geschwindigkeit ist, aber die Box ist auf jeden Fall lang. Ja. Ich glaube nicht, dass sie 60 ist. Was, er sagt mir gerade in 10 Minuten ja, ungefähr Regen. 10, 15 sowas. Hat er mir auch gesagt. Das heißt, ich glaube, könnte sein doch, dass man nochmal an die Box muss. Ah, wer weiß. Wer weiß. Wird auf jeden Fall noch ein richtig spannendes Rennen. Wenn wir noch dabei sind, ja. Wenn wir nicht mehr dabei sind, dann ist es langweilig. Jo, gelber Frontflügel. Bisschen spät gebremst. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Aber es sieht nicht schlimm aus. Fahrer vor mir. Sieht nicht schlimm aus. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an. 2,3 Sekunden. Frontflügel geht noch. Und die Reifen, hat er gesagt, sind so klasse wie noch nie zuvor. Ja, meine Reifen sind auch ziemlich gut. Er hat gesagt, du bist schon so lange draußen, immer noch ein mega Grip. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Scheiße, das war kacke. Zu spät gebremst. Ja, roter Frontflügel. Ich konnte nichts mehr machen. Entweder Notausgang und mega Zeit verlieren. Oder, ja, aber oder das jetzt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Besser. Ja, das ist mir jetzt nur im Nachhinein auch eingefallen. Keine Ahnung. Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Ja, Lift and Coast. Ja, ich habe zu spät. Ich weiß nicht warum, aber habe ich schon gemerkt, dass es jetzt eng wird. Und ich habe voll in die Eisen gehauen, aber alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen?
weiß auch aktuelle wieder Behaltung. Leider nicht, ob meine Facecam laggt, aber ich glaube. Ja, okay. Weiß nicht. Jetzt ist Game Over. Ich habe den Frontflügel ganz weggefahren. Okay, zur Box mit dir. Wenn irgendwas mit Regen kommt oder Safety Car oder so, dann kannst du es noch schaffen. Das glaube ich nicht. Ich dachte echt, dass es läuft, dass ich es noch hinkrieg. Aber durch die Geschichte. Oh, ich bin im DRS-Fenster von Ocon. Oh, der geht an die Box. Durch die Geschichte jetzt gerade eben wird das nichts mehr. Wie lange sollte man auf Rot fahren? Wie war die Strategie? Bis Runde 11, ne? Ja. Ich wechsle auf Rot und fahre durch. Aber wenn ich nicht vorher rausfliege, ich fahre gerade so scheiße. Bin jetzt Sechster. Mal Hamilton und so. Hamilton ist auf Platz 5. Der war noch nicht an der Box. Ich mach dem zu, ich habe keinen Bock drauf, ich muss an die Box. Er lässt mich nicht an die Box, mein Reifen ist weg. Ist alles in Ordnung? Fahrer vor mir. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. 12,2 Sekunden. Ach, fuck. Ja, zum ersten Mal ist es passiert. Ich dachte aber auch schon, Aserbaidschan ist eine Scheißstrecke. Ich hatte nur Hoffnung. Ich hatte echt Hoffnung und ich dachte, dass es hinhaut. Weil ich jetzt ungefähr Platz 12 wäre oder so. Und wenn die jetzt alle an die Box gegangen wären. Man sieht ja, du bist Platz 6. Ich hätte es auch geschafft. Ich wäre auf jeden Fall in den Punkten gewesen. Jetzt nicht Erster, aber ich wäre in den Punkten gewesen. Definitiv. Bin mit Gelb super gefahren. Und je nachdem, was dann noch gekommen wäre. Mit Regen und so. Auch jetzt, guck mal hier. Raikön, Bottas fahren in die Box. Die kann Jan jetzt überholen. Das hätte ich auch geschafft. Das ist so traurig. Ich wäre genau eine Einbox gefahren, wie auch sonst. Ja. Klar, hätte man das vermeiden können. Das ist mir auch klar, den Crash. Ich war halt mega langsam. Ich wollte die von allen Seiten überholen. Und ich wollte zumachen. Kam nicht mehr in die Box, hab trotzdem gedrängt, hätte ich einfach eine Runde weiterfahren müssen, eigentlich. Naja, passiert, das war's mit meiner Folge, ich beende sie. Schaut bei Jan vorbei und wird schon wieder, wird schon wieder. Ciao.